Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, was ist es? Ein, ja, Let's Test oder ein Let's Show kann man auch dazu sagen. Und zwar, wie man sehen und hören kann, bin ich mal wieder in Skyrim. Und zwar habe ich mir ein paar neue Mods draufgespielt. Ich überlege gerade, wie das ENB heißt. Das ist ein sehr schönes ENB oder eine sehr schöne ENB, die ich mir draufgespielt habe. Allerdings hatte ich die ganze Zeit das Problem, dass kein Aufnahmeprogramm irgendwie das mitgemacht hat oder besser gesagt, das Spiel das nicht mitgemacht hat mit meinem Aufnahmeprogramm. Bei DX Story hat das überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich es mit allen möglichen anderen ausprobiert und bin mal wieder bei Fraps gelandet. Und ich hoffe, es funzt jetzt. Denn das wollte ich unbedingt zeigen. Und vielleicht spiele ich dann auch wieder mit meiner Rotwardonin die Nebenquests. Allerdings hier zu dem Let's Show habe ich einen neuen Charakter erstellt. Bin also noch Stufe 1. Gerade in Flusswald angekommen. Also noch ganz am Anfang vom normalen Spiel. Habe ich ja nie gezeigt, aber man kennt es sicherlich mittlerweile in- und auswendig. Deswegen gucken wir doch einfach mal rein, denn es sieht wirklich schön aus. Und ich hoffe, es wird bei mir auch richtig angezeigt. Denn ich spiele das Ganze im Moment auf meinem großen Fernsehbildschirm, da ich ja bei meinem neuen PC leider nur einen alten Monitor habe, der nicht wirklich die passende Auflösung bringt. Was man ja schon bei anderen Spielen von mir gemerkt hat, leider, wo ich Schwierigkeiten hatte. Ich probiere auch mittlerweile meinen Kommentarton anders aufzunehmen, weil ich einfach nicht die Einstellungen hinkriege, dass das Hintergrundrauschen und der Ingame-Sound komplett verschwinden. So, da sind wir auch schon. In Flusswald, ich glaube, ich stehe mitten im Wasser, und zwar deswegen. Weil, wie man das hier schön sehen kann, es wunderschön aussieht. Das Einzige, was ich noch ändern muss, ist, was man sicherlich jetzt gerade bemerkt hat, diese Einstellung, dass der Hintergrund unscharf wird, wenn man auf die Nähe zoomt. Das ist doch ein bisschen irritierend. Habe ich am Anfang zum Ausprobieren hier auch so gelassen. Und ich habe wundervolle Mods hier drinnen, wie man das sehen kann. Das Wasser sieht toll aus. Ganz ehrlich, ich bin begeistert und ich hoffe, man sieht es dann auch in meiner Aufnahme. Also schon allein, wenn man hier durchgeht und wieder spiegelt. Ich kann mal meine Person zeigen. Ups, jetzt. Ich bin eine Waldelfin. Wie gesagt, nur im Moment Stufe 1 noch. Ist ein bisschen grimmig, die Waldelfin. Mit Pfeil und Bogen bestückt, da ich das ja mal üben wollte in Skyrim. Da ich das nie so gut konnte. Und hier die Wellenbewegung vom Wasser. Wunderhübsch. Also diese Mods sind wirklich toll. Ich habe diese ENB mit den ganzen Mod-Zusammenstellungen von einem YouTuber mir runterkopiert, der eine Anleitung reingebracht hat zu der ENB. Werde ich dann auch den Link reinstellen in die Beschreibung. Wieder, worauf man achten muss. Das ist alles über den Nexus Mod Manager gemacht. Also zumindest hauptsächlich. Man muss hinterher noch ein paar Einstellungen so machen. Und wie gesagt, es läuft wunderbar. Allerdings nicht mit meinem kleinen Bildschirm, sondern nur auf meinem Fernseher natürlich, weil da einfach die Einstellungen nicht hinhauen. So, wir schauen uns hier ein bisschen um in Flusswald. Ich muss auch ein bisschen warten, bis meine Mod-Einstellungen verfügbar sind. Damit ich glaube, es ging zumindest in der Mod-Einstellung, damit ich dieses, ich weiß nicht, wie es heißt. Schwester, Hallo, es Feyendahl. ist schön, so weit weg von zu Hause ein vertrautes Da Gesicht lebt zu er sehen. noch. Was wollte ich sagen, damit ich diese Einstellung mit dem im Hintergrund unscharf werden lasse? Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es heißt. Ich vergesse immer diese Bezeichnungen. Sehr schlimm. Auf jeden Fall ist das ein bisschen störend, wenn man die Umgebung zeigen will. Aber man sieht, es ist durch diese ENB, Real Vision ENB, glaube ich, oder so heißt sie. Ich habe echt vergessen, wie sie heißt, weil ich habe jetzt nicht damit gerechnet bei meinem Test hier von der Aufnahme, dass es funktioniert, weil ich schon so viel ausprobiert habe. Aber es scheint zu laufen. Wir warten auf den ersten Absturz. Wäre schade, wenn. Aber mit irgendeinem Aufnahmeprogramm muss es ja laufen, denn so schwach ist ja jetzt mein PC nicht.
Und wie man hier sehen kann, es ist grüner, es ist kräftiger von den Farben, als es normalerweise ist. Und so finde ich es realistischer. Wenn man das so anschaut. Ich habe auch weiter die anderen Mods drinnen, die kompatibel waren, diese Wettermods. Ja, das ist schön. Die Pflanzen sind ein bisschen aufgehübscht worden. Es gingen nicht alle Mods, die ich so wollte, aber so finde ich es doch um einiges schöner, oder? Es ist grüner. Und es sind mehr Pflanzen. Man hätte es noch mehr übertreiben können mit den Pflanzen, aber ich mag es lieber so. So ist es realistisch, so sieht es schön aus. Jetzt kann man mal ein bisschen gucken, ob man hier eine Quest machen. Ich muss nur mal gucken, was ich als nächstes eigentlich machen sollte. Ich habe mich den Sturmmänteln noch nicht ganz angeschlossen, aber ich bin mit einem Sturmmantel mit. Das war der Ralloff, genau. Weil sonst bin ich, glaube ich, immer mit den Kaiserlichen mit bei meinen anderen Spielen, wenn ich das gemacht habe. Auch, glaube ich, mit der Rina am Anfang. Aber wie gesagt, das hatte ich ja nie aufgenommen. Sondern nur die Nebenquests und dann Dawnguard. Und jetzt gucken wir mal. Hier steht alles auf Englisch. Ich habe vergessen, mir diese Mods alle in der deutschen Übersetzung nochmal zu holen, die es so gibt. Deswegen habe ich jetzt hier leider vieles auf Englisch stehen. Das tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, ob ich das noch ändern kann. Muss ich mal gucken. Ich glaube nicht wirklich. Ne, hier ist sonstige Untertitel. Wir machen einfach mal alle Untertitel rein. Aber das hat jetzt damit nichts zu tun. Aber falls irgendwelche Texte kommen, die auf Englisch sind aus Versehen, dann gehen wir da zurück. Das ist bei Audio. Oh, das kann man jetzt alles... Oh, das ist interessant. Das habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt, dass man sämtliche Geräusche hier unterschiedlich einstellen kann. Hier steht auch alles auf Englisch, durch die NB wahrscheinlich. Und durch... Nein, durch die Wassermods ist das, glaube ich, hier, weil das ist ja alles Wasser. Wie laut da so rumsprudelt. Ja, das Wasser ist, glaube ich, ein bisschen laut. Ich hoffe, man hört die Stimmen dann noch laut genug. Werde ich aber dann sehen. Dann gehe ich mal auf die Mod-Konfigurationen. Komm, raus. So, da ist im Moment nur Skyui. Die anderen brauchen immer so ein bisschen beim ersten Starten. Habe ich so das Gefühl. Dann gehe ich ja nochmal raus. Ja. War nämlich vorhin so bei meinem ersten Test auch schon gewesen. Ja, so, ich wollte gucken, was ich machen muss. Hahaha. Kleiner Scherz am Rande. Achso, ich soll gleich nach Weißlauf gehen. Naja, dann. Was habe ich denn? Achso, und ich kann mich schon den Sturmmäntel anschließen. Das habe ich auch schon das Angebot gekriegt. Ich muss ehrlich gestehen, es ist so lange her, dass ich den Anfang von dem Spiel gespielt habe, dass ich es schon fast wieder vergessen habe. So was so als erstes alles gemacht werden soll. Habe ich denn eigentlich schon irgendwas... In den Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Ja, echt? Mein Gott, so ein eigenbrötlerisches Völkchen seid ihr, oder was? Stehlen will ich jetzt hier nichts. Nee, nee, nee. Ich guck mal, ob ich hier schon was benutzen kann. Ich weiß es gar nicht. Ah ja, jetzt kommt mein Mod-Menü langsam. Das dauert irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Waffen, ja, irgendwie kann ich noch gar nichts machen. Ich habe nämlich nichts. Ich habe keine Eisenbarren. Habe ich nicht gesammelt bisher. Ich wusste nicht mehr, was ich schon hab. Dann heute nicht. Ist irgendwie so diesig hier bei dir. So neblig. Also dieses mit dem Unscharf, das nervt doch ein bisschen. Ganz ehrlich. So, jetzt sind sie alle da. UFO, Better Vampires, Convenient Horses. Ich weiß nur leider nicht mehr, wo ich das einstellen konnte mit der Tiefenschärfe. Oder wie das heißt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Die kann ich auch? Ach, guck mal. Mein Gott, so viel zum Einstellen. Alles auf Englisch, wie ärgerlich. Ich hatte das früher, hatte ich viele Sachen übersetzt. Gerade bei Better Vampires, da kommt noch nichts, ne? Wo bist du? Aber ich habe ja jetzt hier noch kein Vampir. Das wäre dann interessant wieder bei meiner Rotwardonin, die ja nun mal ein Vampir ist.
Warum kommt da nichts? Hallo? Von heute. Oh, jetzt morgen immer. Dann gehe ich lieber nochmal raus. Der braucht wohl noch ein Weilchen. Das sind so die kleinen netten Macken, wenn man zu viele Mods installiert hat, die sich vielleicht dann nicht vertragen. Ja. Irgendwie zieht hier Nebel auf. Kann das sein, Leute? Das Wetter gefällt mir nicht. Wessen Pferd ist das eigentlich, was da immer steht? Ja, ein Pferd habe ich hier natürlich nicht. Ich hatte mir aber auch damals, muss ich gestehen, bei meiner Rotwardonen ziemlich viel Geld gecheatet. Über die Konsoleneinstellungen, über die Konsole. Da war ich ein bisschen zu faul, so lange zu warten. Oh, das Pferd hängt. Hoho, geht schon los mit irgendwelchen Fehlern. Tralala. So, bevor ich hier lange... Rumstiefel, was war das? Muss ich mal gucken hier. Geht's jetzt? Ja. Troubleshooting, Cleaner, bla 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 bla. Oh Gott. Da muss ich wahrscheinlich alles neu machen. Convenient Horse, das ist noch interessant, wenn man da mal ein Horse hat, ein Pferd. Das ist echt albern. Ich hatte die alle, die über die deutschen Übersetzungen, glaube ich, gehabt von denen. Ein bisschen ärgerlich. Ja, das ist... Ja, das mit den Followern, das passt schon. Da muss ich nichts einstellen. Hatte ich auch nie irgendwie genauer eingestellt. Was leider immer noch nicht funktioniert, ist mit meinem... Mit meinem Direktwahlmenü. Oh, ich habe hier gar nichts ausgewählt. Wieso das denn? Hallo? Ich dachte, ich habe das schon gemacht. Das ist aber schlecht. Da muss ich mal kurz ins Inventar gucken. Ich habe nichts in meine Favoriten reingesetzt. Unglaublich. Ich brauche Waffen. Natürlich nehmen wir den Langbogen als Favorit. Ja, die brauche ich eigentlich nicht zu nehmen, weil die sind ja dann automatisch... Viel habe ich noch nicht, ne? Dann nehme ich normalerweise immer, jetzt weiß ich nicht mehr, wo es ist. Lacht mich nicht aus. Ich weiß, ich kenne mich nicht mehr mit dem Menü aus. Ah, Magie. Irgendwo stand jetzt hier gerade Magie. Wieso ist das jetzt wieder weg? Alt irgendwas. Hier, ich kenne mich echt nicht mehr aus. Ich habe es zu lange nicht mehr gespielt mit diesem Menü. Da, L alt. Links alt. Habe ich doch. Hä? Dann halt nicht. Ja. Nö. Also, entschuldigt, wenn ich hier so ein bisschen planlos rumdrücke. Wie gesagt, es ist einfach zu lange her. Katastrophe. Es ist aber auch irgendwie das falsche Menü. Ich meine, ich hatte mal ein anderes gehabt. So, jetzt sind wir endlich da. Irgendwie hat gerade die Taste nicht funktioniert. Ich weiß nicht. So, ich mache ja zu gern mit Flammen. Das tun wir auch mal zu den Favoriten. Dann Magierstein. Ach so, da habe ich den Magierstein genommen. So, okay. Dann muss ich natürlich...
Hoppala, jetzt habe ich ganz zugemacht. Ich bin heute so klug. Die habe ich ja schon. Genau, Heilung und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Man merkt, ich bin total aus dem Tritt gekommen bei diesem Spiel. Elder Scrolls Online ist dann doch ein bisschen anders vom Aufbau her. So, dann gehe ich jetzt hier auf... Nö, das ist nicht Favoriten. Q ist Favoriten. Blödi. Okay. Dann setzen wir den Langbogen auf 1. Die Flammen auf 2. 3 ist die Heilung. 4 ist Magika. Und 5 Ausdauer. Okay? Ja? Ist das okay? Hören wir dann? Kleiner Test. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Hä? Das checke ich jetzt nicht. Aber dann habe ich automatisch. Aber ich will doch nur... Ups, nein. Okay, es hat funktioniert. Ich habe mich geheilt, warum auch immer. So, und dann stecken wir die Waffe wieder weg. Das war mit R hier. Und wir haben saumäßiges Wetter gerade. Es ist bewölkt und diesig. Und mein Questmarker ist weg. Warum ist mein Questmarker weg? Habe ich den aus Versehen weggemacht? Ja, ich habe auf Verschiedenes gedrückt. So ein Kack. So, dann wollen wir mal los. Noch ein bisschen. Ich muss mal gucken, wie lange ich gerade aufnehme. Schon 17 Minuten, also gehen wir nur ein Stück. Eieiei. Ob ich das noch auf die Reihe kriege hier? Vor allem mit Pfeil und Bogen, wie gesagt, war ich nie besonders gut. Schau mal hier, Fischi. Jetzt haben wir natürlich hier schlechtes Wetter. Das ist natürlich nicht gerade toll, um die Landschaft zu zeigen mit dem ENB-Mod. Sacre bleu. Aber wenn man das Wasser anschaut, das sieht doch irgendwie echt aus, oder? Ganz ehrlich. Nur diese Einstellung muss ich definitiv noch ändern. Das nervt ein bisschen, dieses unscharf werden. Das habe ich bei Watch Dogs ja auch drin gelassen. So just for fun, aber es hat mir nicht wirklich zugesagt. Kenne ich die Wege hier noch? Guck mal, ich kann mir was schießen. Wenn ich es kann. Ich bin ja noch Stufe 1. Da kann ich noch nicht viel. Guck mal, den sollte ich vielleicht schießen. Oh! Oh oh, oh oh, oh oh. Okay, 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 okay. So auf nah ist das nicht so der Hit. Hallo? Wo ist das andere Viech? Auf der anderen Seite. Jetzt habe ich wieder die falsche Taste gedrückt. Ich habe eine Taste gedrückt mit Schleichen. Den Wolf durchsuchen wir und wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Den Wolf auch natürlich. Das ist schön, dass die Tasten wenigstens gleich sind zu Elder Scrolls Online. Da vertue ich mich nicht. Da wird gerade der Hirsch erlegt oder was das ist. Oder Elch? War das ein Elch oder ein Hirsch? Ich weiß es nicht mehr. Guck mal, die haben hier ein Häschen gekillt. Und ich kann... Doch, ich kann es einsammeln. Nee, ein Kaninchen. Eine Kaninchenkeule, da kann ich mir was kochen. Und die schönen Pflanzen hier. Nö, da kriege ich nichts. Ja, also das mit dem Bogen, das üben wir noch, würde ich mal sagen. Also irgendwie da drüben hin möchte ich nicht. Da war irgendwie so ein großer, böser Wolf. Habe ich noch irgendwie so dunkle in Erinnerung. So ganz drüben. Mal. Ich meine, die wackeln schon noch arg komisch, die Bäume. Das sieht noch nicht so echt aus, aber ich finde, es ist wirklich um einiges hübscher als das Originalspiel. Mit diesen Mods. Ich hatte ja schon früher immer alle möglichen Mods drauf, nur ging das mit meiner Grafik nicht so ganz konform. Bisschen hat es was gebracht, zwar. Mit dem Climates of Tamriel hat es mir immer was gebracht, dass ich die Wettereinstellungen hatte. Die sind hier auch mit drinnen. Also dieses Mod ist auch mit dabei. Deswegen habe ich hier so extreme Wetterveränderungen, die mir ja so gar nicht gefallen von der Sicht her.
Und ich habe also eine ganze Menge Mods, die dazu empfohlen worden sind, zu dieser ENB, die man dann ganz am Schluss installiert, nach den ganzen Mods. Und man muss wahnsinnig gut aufpassen, in welcher Reihenfolge man das installiert und dass man ja immer Steam, wenn man es über Steam hat, logischerweise, dass man das immer vorher schon anhat, damit man das SKSE auch laden kann. Oh, guck mal. Das sind doch jetzt hier schöne Farben. Ich bin bei der Honigbrauerei. Brauerei. Die nehme ich mir auch mit, diesen Lavendel hier. So, und wir schauen in die Ferne. Schauen uns das Ganze an. Ich steck meine Waffe weg. Weil es wird wieder blauer Himmel hier in Skyrim. Und mit diesem kleinen Einblick verabschiede ich mich. Ich glaube, das ist lang genug. Und mal schauen, ob ich daraus eine kleine Reihe machen werde. Leider kann ich nicht sehr oft aufnehmen in letzter Zeit. Mir fehlt einfach die Zeit im Moment. Das ist sehr schade. Also kommt immer mal sporadisch eine nette kleine Aufnahme aus Skyrim, aus ganz Tamriel von Elder Scrolls Online und natürlich mein reguläres Let's Play, mein Dauer-Let's Play Silent Hill 3. Und wenn es wieder weitergeht, was von Walking Dead. Aber wie gesagt, nicht mehr so häufig. Ich hatte ja nur noch dreimal die Woche was gezeigt. Vielleicht wird es noch ein bisschen weniger im Moment. Ich sage mal, Mitte August kann es sein, dass es wieder mehr wird. Ich bedanke mich fürs Zugucken und ich verabschiede mich. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.